Hola bei Padouts, ich bin der Nico und ich spiele Xenoblade Chronicles X für die Wii U und ich habe hier noch einige Missionen, die ich irgendwie abgeben muss. Der Mana-Mechaniker zeige ich euch nicht, weil ich ja mal meinen Speicherstand gecrashed habe und den habe ich glaube ich schon mal gespielt. Die Fashionista, ich habe jetzt hier in der Nordwinkelküste die letzten Sona-Blätter gefunden. Das heißt, ich kann das jetzt mal abgeben für ein Parfüm war es, glaube ich. So, dann gehe ich einmal, ich könnte auch einfach fliegen, wa? Oh, das ist aber ganz schön. Nee, ich flieg nicht, das ist mir zu weit weg. So, Geschäftsviertel gehen wir dafür und wir benutzen den Reisepunkt zur Melville Street. Ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, 28, 27 oder so, da hatten wir die Quest hier schon mal angenommen, hatten aber gestoppt, weil wir halt diese Sona-Blätter sammeln mussten, die irgendwo in Primordia sind, aber wie gesagt, jetzt in der Nordwinkelküste konnte ich die entdecken. So, einmal aussteigen. Und wo steht sie? Hier, ne? Da! Oh, du riechst aber gut, oder? Ja, ja! Was meinst du? Aus welchem Duft man das beste Parfüm machen kann, hm? Oder Parfum? Ja, komm, die Sona-Blätter. Ich habe die jetzt extra nochmal gesammelt. Oh, das riecht ja super, super toll! So, so wohlriechend, oder? Lass mich auch mal riechen. Oh, eine süßliche Note. Fast beruhigend. Ein wirklich schöner Duft. Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass er dir auch so gut gefällt, Panya. Ich dachte, du würdest etwas Gewagteres bevorzugen. Ich habe eben auch meine sensible Seite, weißt du? Was meinst du, mein lieber Freund? Riecht gut, oder? So gut und süß, ja? Sage, dass du den Geruch beruhigend und angenehm findest. Bei Blades, die vom Kampf erschöpft sind, könnte dieser Duft tatsächlich reißenden Absatz finden. Eine entspannende Note im harten Arbeitsalltag sozusagen. Ich werde der Produktionsabteilung sagen, dass sie sofort loslegen können. Hier, das ist für dich. Danke für deine Hilfe und für deine Vielseitigkeit. Mission abgeschlossen. Es hat sich gezeigt, dass Unterwäsche nicht das Richtige für Manan ist. Stattdessen konnte mit deiner Hilfe jedoch ein beruhigendes Parfum kreiert werden. Ja, die Schrift ist halt immer sehr, sehr klein. Oh, überfahren. Um die dann doch lesen zu können. So, da haben wir die Quest jetzt auch endlich beendet. Dann haben wir, was haben wir hier? Sprich, in Ichmael Hills im Wohnviertel mit Kunloab. Dann machen wir das. Von der Stimme des Owa geleitet hat Kunloab sich entschlossen, eine Reise tief ins Noctilum zu unternehmen. Hilf ihm bei seinen Vorbereitungen. Okay. So, wo geistert er rum? Wir gucken mal in den Teleportationspunkten Wohnviertel. So, da haben wir. Wir nehmen mal den Reisepunkt von der Kirche. Der Wunderbringer. Aber ich muss sagen, ich spiele das Spiel schon 78 Stunden und habe noch nicht das Gefühl, bald durch zu sein. Das ist ein Lob. Das ist positiv gemeint. Was steht da denn da? Oh, du bist es. Ich muss wohl in den Halbschlaf gefallen sein. Die Stärke meines Owa schwindet. Hast du bei dir, wonach ich verlangte? Ja. Vorzügliche Arbeit. Ich wusste, dass du erfolgreich sein würdest. Nun muss ich ins Noctilum eilen. Biete Kunloab an, ihn zu begleiten. Danke, aber ich möchte all meine Energie darauf fokussieren, der Stimme meines Owa zu lauschen und dafür muss ich allein sein. Nein, der stirbt doch bestimmt. Kunloab hat seine Taschen gepackt und ist in die Wälder des Noctilums aufgebrochen. Hoffentlich findet er das Sinirapa-Wasser, das er sucht. Ich breche nur unverzüglich ins Noctilum auf. Schwuppdiwupp, er ist weg. Wahrscheinlich, wenn ich im Noctilum irgendwie so rüberfliege, werde ich ihn irgendwann nochmal wiedersehen. So, was müssen wir hier? Erbeute 4 zähe Höckersteaks. Ach ja, oh. Da muss ich irgendwann Belohnungstickets farmen, damit ich mir die einfach kaufen kann. Genauso wie hier die Aprika-Rotholz-Geweihe, weil ich da keinen Bock habe, irgendwie 1000 Gegner zu töten. So, hier haben wir dann noch eine Quest. Xenostart. Alex möchte, dass sich in NLA alle an die Spielregeln halten. Er bittet dich, einige Mana zu versammeln. Okay, das tun wir. So, ich hoffe, das Spiel zeigt mir, wo die Manon sich befinden sollen. Ja, im Industriegebiet habe ich einen, und zwar genau im Zentrum. Wow! Ja, Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat mit der Folge. Ich war krank. Lange. So, was haben wir hier? Hier ist er, hier ist er. Zidoi. Na, schnacken wir den mal an.
Ich versuche gut mit den Menschen auszukommen, aber das klappt nicht immer so gut, weißt du? Manchmal ärgern sie sich über mich, glaube ich. Ich bemühe mich wirklich, ja, aber manchmal denke ich, dass wir Manon einfach nicht hierher passen. Oder ist das übertrieben? Hättest du vielleicht ein paar Tipps für mich vielleicht, bitte? Schlage sie doch vor, an Alex' Kurs teilzunehmen. Ein Kurs? Ja, wie praktisch! Ihr Menschen denkt wirklich an alles, oder nicht? Die Menschen zu verstehen ist der erste Schritt in die richtige Richtung, oder? Dann nehme ich an Alex' Kurs teil, vielleicht, ja. So, den ersten haben wir dann schon. Ist hier noch einer in dem Gebiet? Nee, dann sind die anderen beiden im Verwaltungsbezirk. So, Verwaltungsbezirk und... Gott, wo haben wir die denn? Wartet, ich hab's gleich. So, gesperrter Hangar, geh ich mal. Ich glaube, da ist er irgendwo. Na, komm schon. Ah, genau hinter mir. Und der hat noch ein Gerücht, irgendeins. Okay, ich bring dir bei, wie man eine Bombe entschärft. Dann weißt du ja, was zu tun ist, falls jemand eine Zeitbombe umbindet. Okay. Ist der da oben drauf? Hä? Yep. Arvai. Ich arbeite in der Waffenentwicklung hier in NRA, weißt du? Die Arbeit macht mir wirklich Spaß, aber manche Dinge an den Menschen sind für mich schwer zu verstehen. Am Abend hören zum Beispiel alle auf zu arbeiten, richtig? Aber ich persönlich bin am Sonnenuntergang am produktivsten. Schlage Arvai vor, einen Alex-Kurs zu nehmen. Alex ist sein Name, ja? Alex. Vielleicht gibt mir sein Kurs mal einen Blick ins menschliche Denken. Ich nehme teil, ja, aber ich erwarte nicht zu viel. Oder ist das unhöflich? So, dann nimmt er jetzt auch noch teil und einen haben wir noch. Auf der Steuerbordseite des Manon-Schiffs. Aha, das Manon-Schiff. Da komme ich auch noch hin. Nur weiß ich nicht, wo die Steuerbordseite ist. Die ist hier. Steuerbord. Dum, 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 dum. Hey. Er ist unter mir, ne? So wie es aussieht. Hat. Na? Jetzt ist er über mir bestimmt. Komm irgendwo. Ah, Vikaye. Ey, ja. Puh, mit Menschen zu arbeiten ist nicht einfach, oder doch? Ich arbeite gerade als Assistenten für einen Architekten, aber die Zusammenarbeit fällt mir schwer, weißt du? Schlage Vikaye vor, an Alex Kurs teilzunehmen. Alex bietet einen Kurs an, das ist ja wunderbar, oder? Das kann, da kann ich vielleicht lernen, euch besser zu Menschen. Euch Menschen besser zu verstehen, ja? Dann verstehe ich auch, warum ihr die Häuser so baut, wie ihr sie baut, richtig? Ich will gern mehr über die Menschen lernen, weißt du? Ich glaube, ich sollte an dem Kurs teilnehmen, ja? Alle nehmen an dem Kurs teil. Jetzt ins Geschäftsviertel. Das haben wir auch gleich. Mit 3-4 Klicks auf dem Wii U Gamepad, was ihr leider nicht sehen könnt. Aber deswegen finde ich die Konsole trotzdem übelst geil, weil das Ding einfach total praktisch ist. So, da. Irgendwo. Plopp. Alexe. Du hast 3 gefunden. Gute Arbeit. Für den Kurs über menschliche Verhaltensregeln habe ich mir einen ganz besonderen Ort ausgesucht. Ich bin mir sicher, dass am Ende alle vollständig assimiliert sein werden. Komm zur Spitze des Urquellfelsens in Primordia. Die Lektion, die ich geplant habe, kann nur dort erteilt werden. Die Manon werden die Wahrheit akzeptieren müssen, ob sie wollen oder nicht. Jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen. Oh, da waren alles. Das waren aber nicht alles Manon. So, triff Alex am Gedönsfelsen. Komm, da fliegen wir jetzt einfach hin. Und hoch. Dafür haben wir den Treibstoff. Mal Gas geben. Wie gesagt, hier haben wir wieder diese wunderschöne Weitsicht in diesem Spiel. Da haben sie wirklich sehr viel aus der Konsole rausgeholt, was man so rausholen kann. Ich guck mal auf der Karte, ob das hier schon irgendwie absehbar ist. Ah, da ganz, ganz weit hinten. Hier ist das Biano Wasserwerk. Wo alle Typen da zombifiziert wurden. Da unten sind wahrscheinlich wieder ein paar Krabben. Was schön ist, wenn man so rüberfliegt, man sieht, wo diese gelben Items sind. Oh Gott, diese fetten. Irgendwann besiege ich euch. Mein Level 54, das ist ja schon fast machbar. Aber leider sorgt die Größe ja auch nochmal für einen starken Anstieg in Kraft. Ist das der Anfang des Spiels? Ich glaube ja, ne? So, und hoch.
Soll das hier oben sein? Oh, Level 50. Ein Sonnenaprikar. Ich soll ja auch Aprikare töten, ne? Ich versuch's einfach mal. Dann starten wir aber mit dem Schmetterschlag den Kampf. Bam! Und fesseln. Weil ich brauche noch die Geweihe von den Viechern. Und wenn ich schon mal hier bin, warum nicht? Auch wenn ich nicht weiß, der Level ist schon krass, 48. Weil mein Scale selber ist zwar Level 50, aber der Scale von meinem Teamkollegen, der ist halt Level 30. Aber ich... Ah, ich wollte ihn fesseln! Ach, das hat jemand anders gemacht, okay. Oh, jetzt bin ich aus dem Kampf rausgegangen, ich trottel. Oh. Ist der auch für krasse Moves? Hat irgendwelchen Lasern aus seinem... Zoom mal die Kamera raus. So, Berserker Gatling. Schön die Wut hochhauen, damit er auf mich geht. Sowas muss man ja auch achten in diesem Spiel. Oh. Also der Angriff, den ich gerade gemacht habe, wäre eigentlich auf gefesselte Gegner stärker. Ah, jetzt. Ich muss wieder mir Wut holen. Greif mich an. Greif mich an. Jetzt fessel ich dich. Oh mein Gott, warum ging das so schnell? Oh Gott, ich bin so scheiße. So, mega Angriff. Bam. Und fesseln. Jetzt. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich. Ja. Okay, sehr gut. Das heilt natürlich meine Truppen auch, wenn ich dann immer das perfekt erwische. Nein, Wut, greif mich an. Ach, flieg mal ein bisschen hoch. Das sieht ja echt schief aus. Ah, den Angriff hätte ich mir eigentlich aufspannen sollen. Und wenn ich das mache, dann schwankt er, glaube ich, wieder. Oh, da war jemand anders schneller als ich. Ich glaube, in meinen Special-Modus muss ich nicht gehen. Weil der ist jetzt schon fast tot. Dann kann ich die Spannungspunkte mir auch aufbewahren. Ich weiß noch, ich hatte, glaube ich, irgendwann schon mal versucht, gegen Level 44er von diesen Afrikanern zu kämpfen. Und das hat halt überhaupt nicht geklappt. Aber jetzt, wo ich diesen stärkeren Scale habe, geht's eigentlich. Also, das ist schon ganz schön. Komm, jetzt langsam kannst du aber umkippen. Schmetterschlag ist vielleicht bereit. Das regelt. Bam! Und gib mir so ein Geweih. Nee, ich habe nur raue Haut bekommen. Okay. Haben wir wenigstens mal wen getötet. Was ist das? Warum? Ach, das ist Alex. Und dann war ich ja schon richtig. Warum steht da sein Scale? Was hat er vor? Nicht cool, Alex. Nicht cool. Was auch immer du da tust. Er schießt sie alle. Ich hatte dich früher erwartet, aber das macht nichts. Wir haben gerade erst angefangen. Lehn dich zurück und genieße die Vorstellung. Oh mein Gott, sind die Nopon da? Da hat er die erschossen. Also Manon, es ist an der Zeit. Wie entscheidest du dich? Willst du lieber springen oder durch eine Kugel sterben? Oh mein Gott, verrick du Arschkrampe. Weder noch. Na gut, in diesem Fall... Brülle Alex an, jetzt sofort damit aufzuhören. Ja. Aufhören? Du hast nichts verstanden. Dank mal drüber nach. Da steht Dank statt Denk. Okay. Was in NRA passiert? Läuten da bei dir nicht alle Alarmglocken? Wir sind noch nicht lange auf Mirror, aber in der kurzen Zeit ist mir eines erschreckend klar geworden. Die Xenos, die die Erde vernichtet haben, sind bei weitem nicht die einzige Bedrohung für uns. Mach die Augen auf! Die Manon verfügen über teuflische, fremdartige Technologien. In gewisser Weise sind sie für uns sogar noch gefährlicher als die Prone. Sollten sie irgendwann ernst machen und ihre Waffen gegen die Stadt einsetzen, werden wir NLA keine paar Tage halten können. Und warum setzen die Scheißwaffen gegen uns ein? Weil Lappen wie du die dazu bringen. Und sobald sie die Macht an sich gerissen haben, blickt die Menschheit einer düsteren Zukunft entgegen. Sklaven werden wir sein, unterjocht von skrupellosen Xenos. Nur wenn wir ihnen zuvorkommen, können wir unserem Volk dieses Martyrium ersparen. Wir müssen uns ihrer entledigen, bevor sie zuschlagen können. Ich habe alle in ihren Tod geschickt. Wenn du das nicht verstehen willst, kann ich dich wohl nur mit Gewalt zur Vernunft bringen. Und er steigt in sein Scheiß-Scale. Ach, hat er noch Kumpels, die ihm helfen, oder was? Nee, no Gnade. Ich bin gewiss nicht der Einzige, dem die Xenoplage in der NRA ein Dorn im Auge ist. Viele, die derselben Meinung sind, haben sich bereits zusammengeschlossen und werden für unsere Sache kämpfen.
Jeder Mensch, der sich mit den Manon verbrüdert, kann gerne diesen, deren Schicksal teilen. Ja. Yeah. Sind meine Scales irgendwo erreichbar? Da. So. Dann mach ich den ganzen kleinen Hansel jetzt platt. Ich glaube, ich habe gerade den großen anvisiert. Ist auch egal, fange ich mit dem an. Ja. Oh, 66.000 Schaden. Jetzt die kleinen, unwichtigen. Ja, ihr, euch meine ich. Guckt euch an, Blade-Soldat, ey. Scheiße, ihr. Blade-Infanterist heißen die also. Umgeworfen, komm, dann bring ich ihn nochmal zum Schwanken. Bam! Ja, einer noch. Wenn er klug ist, gibt er jetzt auf. Aber es wird wohl nicht passieren. Ja, einfach der Vogel so im Hintergrund. Du, da passiert ja gar nichts. Ist das Fortune Cookie für besser Glück nächstes Mal? Boah, blöder Wichslappen. Ja, es wurde eine Entschuldigung fällig. Danke, danke, danke. Entschuldige dich aufrichtig für das, was passiert ist. Ich entschuldige mich. Manche Menschen sind richtig gefährlich, ja? Wir Manon wissen das, aber trotzdem waren wir nicht vorsichtig genug. Vielleicht liegt es an uns. Ich hoffe, wir können trotz Leuten wie ihm weiter mit den Menschen zusammenleben, weißt du? Und ich muss dir eine Belohnung geben. Bitte lass mich dir für deine Hilfe eine Belohnung geben, ja? Ja, bitte, bitte, nehme ich, gerne. Mach. Ich würde dir gerne das hier geben, wenn du willst. Hoffentlich sehen wir uns bald in der Stadt wieder. Du hast dich Alex entgegengestellt und die Xenoform-Bewohner in der Ace beschützt. Dididim. Ja, außer natürlich die beiden Nopon, die er erschossen hat. Level gestiegen. Wer denn? Ich weiß nicht, hier ist so ein Level 50er Elite. Celestine vom Morgentau. Ob ich... ich kann ja immer noch wegfliegen, wenn es mir nicht passt. Oh, er kriegt auf jeden Fall gut Schaden. Er hat aber eine Goldkrone. Aber es sind bestimmt viele mit einem zu geringen Level einfach reingegangen. Er nimmt richtig viel Schaden. Den schaffe ich auf jeden Fall. So, ein bisschen weiter raus die Kamera. Bringen wir ihn mal zum Schwanken. Oh, jetzt kann ich den Schmetterschlag nochmal einsetzen, weil ich im Hibanata übertakten Ultramodus bin. Oh, jetzt müsste die Strahlenkralle stärker sein, weil er gefesselt ist. Oh, und ich war zu langsam. Agro auf mich! Ja, das Zemetspeer und einen großen Hufen habe ich bekommen. Also sorry, da war der Aprika-Schwerer. So, was haben wir denn noch eigentlich? Jetzt haben wir, glaube ich, das Gros an Missionen, die wir übrig haben, erledigt. Panzersoiden muss ich irgendwann nochmal töten. Dann gehen wir jetzt mal in die Stadt zurück und haben bestimmt noch irgendwie eine Harmonie-Mission oder so, die wir annehmen können. Ich bin jetzt ein bisschen zu faul. Ich fliege jetzt nicht in die Stadt. Ich teleportiere mich einfach hin. In irgendein Gebiet nehmen wir als Beispiel das Wohnviertel. Zack. Kirche. Ja, can fly. So. Hier sind wir. Oh, ein Fragezeichen. Und gleich annehmen. Also wieder so eine Wunderwirker-Story ist, ne? Eliza Minelli. Hey,
Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber hier in NRA gab es vor kurzem einen Vorfall, bei dem einige Xenoforme von einem Menschen ermordet wurden. Sage, dass du davon gehört hast. Geht's um Alex? Es ist so furchtbar. Wir brauchen einander doch. Wir müssen lernen, einander zu verstehen. Wer Gewalt wählt, provoziert doch nur Unverständnis und Hass. Tut mir leid. Jetzt habe ich vor lauter Aufregung ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Eliza. Ich bemühe mich ehrenamtlich darum, solidarisches Denken unter den Einwohnern von NLA zu stärken. Frage Eliza, ob ihre Arbeit Früchte trägt. Weise darauf hin, dass diese Aufgabe alles andere als leicht sein wird. Oder nachfragen. Ich sehe die Zukunft unserer Stadt optimistischer als die meisten anderen. Die Besatzung des Weißen Wals hatte von Anfang an internationalen Charakter. Ich möchte dazu beitragen, dass die vorhandene Vorstellung von Toleranz auf unsere xenophoben Freunde ausgeweitet wird. Was den tragischen Vorfall betrifft, den ich erwähnt habe, genau durch solche Dinge wird der Fortschritt bei der Völkerverständigung torpediert. Dieser Alex und seine Sympathisanten haben eine Gruppierung gegründet, eine Art Miliz, fürchte ich fast. Um eines vorweg klarzustellen, ich will auf keinen Fall, dass es Verletzte gibt. Auch nicht auf Seiten der Miliz. Na toll, dann bin ich nicht der richtige Mann. Ich würde mich gerne mit Ihnen an einen Tisch setzen und die Situation mit aller Vernunft diskutieren. Eliza hat vollkommen recht. Wir müssen immer fair bleiben und das Feuer auf jemanden zu eröffnen, ohne vorher das Gespräch gesucht zu haben, ist alles andere als fair. Dir und den anderen Mitgliedern von Elmas Team eilt der Ruf voraus, stets einen fairen und ehrlichen Umgang zu pflegen. Sowohl mit Menschen als auch mit Xenos. Wo hast du das denn gehört? Ich dachte mir, du könntest in den Gesprächen mit der Miliz vielleicht als Vermittler fungieren? Mit deiner Hilfe können wir diese Leute überzeugen, dass ihre Taten dieser Stadt nichts als Schaden zufügen. Eliza hat dich gebeten, mit Alex zu reden und ihn, wenn möglich, zur Vernunft zu bringen. Begib dich zur Waagefels in Oblivion und triff Alex. Annehmen! Danke, ich bin mir sicher, dass wir NLA mit deiner Unterstützung zu einem gerechteren und lebenswerteren Ort für alle machen können. Wir wissen auch schon, wo sich dieser xenophobe Widerling namens Alex aufhält. Freunde von uns haben ihn am Waagefels in Oblivia gesehen. Was auch immer er vorhat, das Leben von weiteren unschuldigen Xenoformen könnte in Gefahr sein. Du musst ihn aufhalten, du musst einfach. Keine Sorge, Alice, das wird er, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Oblivia. Waagefels ist irgendwo da. Wüste Barbarich, da habe ich einen Teleportationspoint, der ganz gut aussieht. Und dann schnappe ich mir meinen Skell und flieg weg. Also zum Ziel. Nicht vom Ziel weg, sondern hin. Oh, ein Riesengegner. Oh, ein Riesengegner. Und was ist das? Oh, ein Insekt. Weiß noch, wo diese Level 19 da für mich ultra die krassen Feinde waren und dachte, nein, das geht nicht, kann ich nicht besiegen. Und jetzt bin ich so overpowered. Oh, da ist ein gelbes Item gewesen. Soll das oben auf dem Ring sein? Sicher. Es ist wahrscheinlich wirklich auf dem Ring. Fliegt mal weiter hoch, obwohl jetzt ist es verschwunden. Oh mein Gott, ich kann so hoch fliegen. Oh, ist das schön. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Weiter zum Ziel. Oh. Hier oder wo soll das sein? Ich kann mal auf die Karte gucken, ne? Ja, bin gleich da. Ich falle zum Ziel. Ah. So, da oben sieht man ihn schon. Da ist nochmal so ein Affe. Gieriger Gecko. Irgendeinen Scheiß hier sammeln. Immer ganz wichtig. So, und das Ding hier nochmal auslösen. Archäologie brauche ich dafür. Habe ich hoffentlich genügend schon ausgeprägt. Ja, Archäologie Stufe 2. Mein Scale brauche ich nicht, weil ich rede ja nur mit ihm. Mit Alex, der Kackkrampe. Mal gucken, ob ich mich zurückhalten kann. Heslon. Dieses verdammte Weibsbild will sich einfach nicht raushalten. Sie wird noch sehen, was sie davon hat. Pläne schmieden. Ah, wenn das mal nicht unser kleiner Xeno-Freund ist. Bist du gekommen, um das Leben eines Mitmenschen zu beenden, du Verräter? Erkläre Alex, dass Eliza dich in friedlicher Absicht geschickt hat, oder? Fordere Alex auf, keine weiteren Verbrechen zu begehen und sich zu stellen. Ach, ich komme in Frieden. Pah,
Ich dachte, wir könnten vielleicht Freunde werden, aber ich habe mich offensichtlich geirrt. Sieh dich an, du bist nichts als ein winselnder Straßenköter im Dienste dieses verblendeten Vibes. Oh Gott, erschieß ihn. Aber wenn du mit mir diskutieren willst, bin ich gern dazu bereit. Schließlich zeichnen wir Menschen uns auch durch unsere Diskussionskultur aus, nicht wahr? Wenn du mich von deinem Standpunkt überzeugen kannst, werde ich mich geschlagen geben. Ich werde... Ach Gott, ich sag nichts. Außerdem werde ich dich in diesem Fall unversehrt abziehen lassen. Ich werde sogar meine Mitstreiter anweisen, dir kein Haar zu krümmen. Betone, dass nicht alle Xenoformen feindlich gesinnt sind, oder frage Alex, warum er sich mit Xenoformen arrangieren kann. Nicht mit Xenoformen arrangieren kann, so rum. Wir hinterfragen das mal. Was war denn los? Arrangieren? Arrangieren? Ich soll mich mit dem Abschaum arrangieren, der sich in unserer Stadt eingenistet hat? Da kann ich mich genauso gut mit den Kakerlaken in meiner Speisekammer arrangieren. Wie genau stellst du dir denn so ein Arrangement mit diesen, oh, ich kann es nicht mehr hören, mit diesen Schmarotzern vor, die aus purem Eigennutz in unserer Stadt eingedrungen sind? Weise darauf hin, dass die Rüstungsfirmen von der Zusammenarbeit verschiedener Rassen profitieren. Sage Alex, dass seine Überzeugung keine Gewalt rechtfertigen. Nein, ein Beispiel. Wir haben die Rüstungsfirmen. Puh, im Moment vielleicht, aber glaubst du wirklich, dass das immer friedlich so weitergeht? Sieh dir die Geschichte der Erde an. Gab es jemals wahren Frieden auf der Welt? Ja gut, dann liegt das vielleicht an uns, ne? Und nicht an den Xenoformen. Wir haben die Sprachen anderer Völker gelernt, uns auf fremde Kulturen eingelassen und trotzdem hat es immer wieder Kriege gegeben. Die Vorstellung von einem friedlichen Zusammenleben mit Rassen, mit denen wir nicht mal einen gemeinsamen biologischen Nenner haben, ist einfach nur lachhaft. Du bist einfach nur lachhaft, Little Hitler hier. Sie verstehen uns so wenig, dass sie keinen blassen Schimmer haben, warum sie uns ein Dorn im Auge sind. Aber nur zu, versuch mich zu überzeugen. Welche Albernheiten hast du denn noch anzubieten? Sage Alex, dass die Menschen alleine nicht überleben können. Beschließe, dass Worte zwecklos sind und halte Alex mit... Oh, das will ich eigentlich, aber ich will meinen Job vernünftig machen. Du hältst die Xenos wirklich für eine so große Bereicherung? Ich gebe zu, dass NRA ohne ihre Hilfe möglicherweise bereits gefallen wäre. Das heißt aber nicht, dass... Nein, ich werde nicht von meiner Meinung abrücken. Niemals! Nicht. Pfff, lustig. Verdammt, sie sehen zu, ich hätte es ahnen sollen. Hör zu, du bist derjenige, der sich irrt. Ganglion? Hast du ihn schon mal tief in ihre finstere Seele geblickt? Xenos töten, sie plündern, sie kümmern sich um nichts als ihre eigenen egoistischen Bedürfnisse. Alle Xenos sind gleich, keiner von ihnen wird jemals ein Freund der Menschheit sein. Und wenn du und Eliza das nicht einseht, bleibt nichts übrig, als euch wie Feinde zu behandeln. Ich gehe in mein Level 30 Scale. Puslon. Kommen die anderen jetzt wieder her? Standen die da die ganze Zeit? Aber wer hat gelacht? Ich sag dir, das ist bestimmt wieder wie mit dem Wunderwirker, so eine Manipulationskacke. Also ich finde, die hätten ihn jetzt schon irgendwie, er ist ja immer noch nur Level 30. Jetzt mache ich denselben Weichheitkampf wie eben. Na, mit einem Hieb. 59.000 Schaden in your face. Umgeworfen, geschwankt, Wut auf mich und irgendein Schwertangriff, Schmetterklinge. Ach, ich habe Schmetterklinge und Schmetterschlag. Aha. Interessant, interessant. So, das überlebt er nicht. Boah, 44.510 Schadenspunkte. Schluss jetzt! Für heute gebe ich mich geschlagen, aber auf lange Sicht wirst du mich nicht aufhalten können. Es spielt keine Rolle, welche vorübergehenden Vorteile die Masseneinwanderung von Xenos von NLA hat. Wir werden nicht ruhen, bis wir auch den letzten von ihnen von unseren Straßen gefegt haben. Wir? Was das? Oh, das muss aber noch weitergehen, die Questreihe. Da, ich bin noch nicht fertig mit euch. Oh, da hinten fliegt irgendwas. Ramirez. Pollendose. Hieß der überhaupt Ramirez eben? Ja, sag ich doch, Ramirez. Dann gehen wir mal zurück ins Wohnviertel. Wo ist denn der Punkt? Oben rechts, ganz weit oben rechts. Ich gehe zum Wasserwerk, genau. Sounds like a plan. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim.
Bam, 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 bam. So, und hinter mich. Oh Gott. Einmal rumfahren durch den Zaun, alles kaputt machen. Wow, aufsteigen. Danke. Gut geparkt. Eliza! Da bist du ja wieder. Gut, dass du wohl auf bist. Es ist wirklich eine Schande, dass wir Menschen uns wegen so etwas gegenseitig bekämpfen. Aber es war sicher die richtige Entscheidung, dich um Hilfe zu bitten. Du hast mehr erreicht, als ich für möglich gehalten hätte. Eines Tages werden wir hoffentlich unsere Meinungsverschiedenheiten ausräumen. Wenn wir hart daran arbeiten, können wir diese Stadt zu einem freien und gerechten Ort für alle machen. Vielen Dank für deine bisherige Unterstützung. Wenn nicht jemand dazwischen gefunkt hätte, hättest du Alex womöglich davon überzeugen können, dass er im Unrecht war. Ja, das heißt, die Questreihe ist noch nicht fertig. Wir werden wohl nochmal was von Alex sehen. Jetzt ist die Frage, wie, wo und wann. Bin ich nicht gerade eingestiegen? Ja, so. Da ist ein Fragezeichen aufgetaucht. Vielleicht geht dort auch die Alex-Story weiter. Oh, da ist noch ein anderes Fragezeichen. Oh, wir haben so viel zu tun. Da steht Eliza und Alice. Ha! Wie sind die so schnell hierher gekommen? Krasse Dudes. Und jetzt, diesmal sprechen wir mit Alice und nicht mit Eliza. Oh, 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 oh. Oh, oh, yeah. Da bist du ja, Potdowds. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Dabei hält Eliza doch gleich ihre große Rede. Die Ansprache trägt den Titel Eine nachbarschaftliche Stadt. NLAs integrative Zukunft. Klingt großartig, oder? Gibt dich wenig beeindruckt? Bringe deine Begeisterung für den Titel zum Ausdruck. Ach, das ist ja so toll. Oh, das macht ganz schön was her, oder? Den Titel hab ich mir ausgedacht. Eliza hat gesagt, er ist brillant. Und ich weiß jetzt schon, dass die Zuhörer begeistert sein werden. Wenn Eliza so richtig in Fahrt kommt, erobert sie die Herzen des Publikums in Sturm. In letzter Zeit hat unsere Protestbewegung richtig Auftrieb bekommen. So sehr, dass ich inzwischen wirklich Angst habe. Alex könnte versuchen, Eliza zum Schweigen zu bringen. Ich mache mir riesige Sorgen. Erkläre dich bereit, Eliza zu beschützen, notfalls auch mit Waffengewalt. Frage scherzhaft, ob Elizas Fans so durchgeknallt sind, dass man sich... Nee, ich beipflichte Waffengewalt und so. Ja, bitte, aber sei super vorsichtig, ja? Er schießt keine unschuldigen Zuschauer und auch nicht Eliza, vielleicht dich. Halte einfach die Augen nach Bösewichten offen, dann fühle ich mich schon viel sicherer. Kurz gesagt, sorge einfach dafür, dass Eliza während ihrer Rede nichts passiert. Du hast sie mit deinem Leben zu bewachen, klar. Dip, 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 dip. Alice, so, hat dich beauftragt, Eliza während ihrer Rede zu beschützen. Annehmen. Puh, okay, gut, jetzt kann ich entspannen. Ehrlich, Alice, du machst dir zu viele Sorgen. Wir sind in NLA, überall sind Blades. Alex und seine Leute werden sich hüten, uns hier auf offener Straße einfach so anzugreifen. Ob unsere Botschaft die Leute erreicht, das ist das Einzige, worum wir uns wirklich sorgen müssen. Ich bitte dich, darum mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich glaube, tief in unseren Herzen wollen wir uns doch alle einfach nur kennen und lieben lernen. Oh mein Gott, nein. Und jeder, der wirklich immer noch Vorbehalte hegt, kann sich auf was gefasst machen. Deine Rede wird ihnen die Xenophobie schon austreiben. Habe ich nicht recht? Pataut! Sage Alice, dass du das genauso siehst. Es stimmt, dass das Leben hier kein Zuckerschlecken ist. Wir mussten uns vielen Schwierigkeiten stellen, seitdem wir die Erde verlassen haben. Aber wir haben sie alle überwunden. Unsere Stärke ist, dass wir uns anpassen können. Was uns Halt gibt. Ach so, was uns Halt gibt, sind die Bande, die wir miteinander knüpfen. Vielen Dank, Alice. Und auch dir danke ich, Pataut. Ich verspreche, ich werde dafür sorgen, dass eure Mühen nicht umsonst waren. Ich sorge dafür, dass diese Rede einschlägt wie eine Bombe. Eliza! Oh nö! Jemand hat auf sie geschossen! Eliza! Punkt! Eliza? Sie atmet. Ich bringe sie sofort ins Wartungszentrum. Der Schuss kam von da drüben. Aus dem Verwaltungsbezirk Pataut! Lauf los und such den Schützen. Du musst ihn finden. Das war ein Attentat und es darf nicht unbestraft bleiben. Sollte der Kerl schon weg sein, hörst du dich um. Vielleicht hat jemand was gesehen. Jedes noch so kleine Detail kann wichtig sein. Dumm, dumm, dumm. Nein, Eliza! Sind die alle in der Nähe oder kann ich fliegen? Wo ist denn mein Scale? Hier ist mein Scale. Wir kürzen das ab. So.
War das eben der Kun Luab, der mir eine Quest? Ne, Kun Luab, nicht Kun Luab. Dann ist das nicht wichtig. So, gucken wir mal. Von irgendwo hier kam der Schuss. So weit weg? Okay, hier. Talken wir mal mit den Leuten. So, die Frage, ob... Ah, so eine Gerüchteküche muss ich machen. Hier mit Geld und so. Voll seltsam, hier kam gerade ein Mann mit einem Gewehrkoffer entlang. Er ist runter zu den Hangars und schien es dabei wahnsinnig eilig zu haben, was der wohl wollte. Danke, genau die Information wollte ich haben. Zu den Hangars. Flieg. Pfff, gegengeknallt. Oh, ja, das war clever, einmal rumgeflogen. Hier. Hier kriegen wir nochmal Infos. Und hier ist auch ein Fragezeichen für später, das muss man merken. Ein Gerücht. Eben kam plötzlich ein Skell angebraust, den ich davon noch nie gesehen hatte, zischte an mir vorbei und durchbrach das Tor. Hat sich Richtung Sylvalum davon gemacht. Ich muss jetzt nicht nach Sylvalum, oder? Was wird denn das für eine Quest? Irgendwo hier ist noch ein Geheimnis. Und ich denke noch, ist da nicht gerade einer mit einem Gewehrkoffer in die Garage gerannt? Und eine Sekunde später startete da ein Skell und brauste Richtung Industriegebiet davon. Was denn jetzt? Sylvalum, Industriegebiet, Hangar? Macht mich nicht alle fertig. So. Oh. Hi there, Cross. Der Scharfschütze scheint nach Sylvalum geflohen zu sein. Suche ihn am Hela-Plateau. Also dahin zu fliegen dauert mir jetzt wirklich zu lange, deswegen... Teleportation. Momentane. Und zwar zum Hela-Plateau. Da ist auch direkt ein Reisepoint, relativ weit im Süden des Planetariums. In Primordia befindet sich unsere Schaltzentrale, NLA, Region Primordia. Ladevorgang. Balken. Füllt sich. Drei Viertel. Okay, wir haben's. Und ich gehe in die falsche Richtung, aber ich will die Items haben. Sternenprojektor. Mit diesem Auto kann ich überhaupt nicht umgehen. Ich habe auch so eine... Ich glaube, wenn man einen leichten Scale hat, ist die Lenkung besser. Na, da, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Den Gierschlund. Jetzt stirb doch endlich, du Mistvieh! Ja, man muss schon treffen, ne? Da, in den Mund schießen, in den Mund schießen! Bombe rein! Wie bei Hyrule Warriors und Dodongo. Verdammt, Blade ist hier und ich dachte, mir bliebe mehr Zeit. Hör mal, es ging mir einzig und allein darum zu verhindern, dass diese Verräterin uns an die Xenos verkauft. Wir sind nicht darauf aus, andere Menschen zu verletzen. Wir versuchen sie zu beschützen. Ist das denn so schwer zu verstehen? Bitte, lass mich einfach laufen. Ich kann dir meine Gründe jetzt gerade nicht in voller Länge erklären. Sage, dass es ein Verbrechen ist, andere niederzuschießen, egal wie sehr man sich im Recht fühlt, oder frage, wer den Anschlag angeordnet hat. Du willst also einen Namen, was? So wie ich die Lage sehe, macht es leider überhaupt keinen Sinn, ihn dir zu sagen. Was willst du mit einem Namen, wenn du eh gleich tot bist? Ach, ja, versuch's doch. Das Viech da drüben muss wohl kurz warten. Ich habe hier eine Kugel mit deinem Namen drauf. Du Verräterus. Ja, merkst selber, ne? Hier, wir sind hier vier Typen mit Waffen. In einem Scale. Ja, aussieht wie ein Auto. Oh, Level 40. Blitz und Donner. Bart! Wo ist dein Level 40 jetzt, ne? Ja, wow. Krass. Und warum wollte er das Vieh eigentlich töten? Das Vieh ist auch weg, ne? Sonst hätte ich das jetzt getötet. Was finde ich da? Bude bei Fuß? Sprich beim Wartungs... Achso, ich muss wieder zurück. Nach Primordia. In den Verwaltungsbezirk. Irgendwo... Da. Wartungszentrum. Naja, die Quest dauert länger, als ich erwartet hätte, weil es so eine Quest an Quest an Quest ist. Questception. Miau. Laden! Yes. Steht wahrscheinlich genau vor mir, ja. Alice, hallo, ich bin's, Padaus. Was geht? Und, hast du den Schützen gefunden? Was? Er hat dich angegriffen und du hast ihn besiegt? Ich verstehe, vielen Dank. Es geht mir jetzt schon viel besser, nachdem ich das gehört habe.
Eliza ist, sie wird noch eine ganze Weile auf der Intensivstation bleiben müssen. Sie ist außer Lebensgefahr, soll aber unter Beobachtung bleiben. Die Ärzte wollen sicher gehen, dass ihr Mimo die neuen Teile nicht abstößt. Sage, dass es dir leid tut, dass du Eliza nicht besser beschützen konntest, oder? Frage, wie die Bewegung ohne Eliza überleben kann. Entschuldigen. Niemand hätte diese Kugel aufhalten können. Und du hast den Attentäter erwischt, was dich in meinen Augen zu einem Helden macht. Wirklich, vielen Dank. Jetzt liegt es an mir, die Führung zu übernehmen und alles am Laufen zu halten, bis Eliza wieder auf den Beinen ist. Hör zu, ich habe noch keine Beweise, aber ich weiß, dass Alex hinter all dem steckt. Wir dürfen ihn auf keinen Fall gewinnen lassen. Wir müssen ihn aufhalten. NRA kann Unruhestifter wie ihn nicht gebrauchen. Oh, und Eliza gab mir das hier für dich. Bevor sie... Du weißt schon, hier. Du hast den Scharfschützen, der es auf Eliza abgesehen hatte, ausgeschaltet. Alice vermutet, dass Alex etwas mit dem Anschlag zu tun hat. Alice und Alex, oh Gott. Es gibt noch so viel zu tun. Ich hoffe, wir können auch in Zukunft auf deine Hilfe zählen. Auf diesen Padauts können sie bauen. Padauts-Schall. So. Jetzt muss die Quest aber irgendwo weitergehen. Ich weiß nur noch nicht, in welchem Viertel. So, da haben wir schon mal ein Fragezeichen, aber ich weiß nicht, ob das Conloard war. Oh. Ja, wo fliege ich denn lang? Ist der jetzt... Ist hier jetzt ein Dude? Nee, der muss höher sein. Der muss höher... Oh Gott, ich bin gefallen. Die anderen auch alle. Und hoch. Wer ist das? Stella. Stella hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Das ist ein völlig anderer Queststrang. So, auf ins Wohnviertel. Da waren jetzt die meisten Quests bezogen auf Alex. Mit ganz viel Glück finde ich hier nochmal eine. Überfliegen wir mal das Ganze hier. Gut, hier ist keine weitere Quest. Was haben wir denn noch? Wir haben das Industriegebiet. Falls es das hier überhaupt ist. Hier haben wir keine Mission. Over the bla. So. Hier auch nicht. Oh. Jetzt weiß man natürlich nicht, es kann auch eine Mission sein, die in einem späteren Kapitel weitergeht. Sowas machen die ja auch. Aber ich will das jetzt wissen, wie das mit Alex weitergeht. Over the Rainbow! Jetzt alle. Dann nehme ich vielleicht doch die eine Quest von oben an. Wo waren die jetzt? So. Ja, schön, schön. Fahren wir gegen das Geländer. Oh, ich kann einfach kein Auto fahren, so. War hier nicht eben noch eine Quest? Leute, jetzt macht mich nicht fertig. Warum sind hier so viele Symbole? So, und nochmal. Komm, eben war hier eine Quest. Ich werd blind. Ich werd alt. So, hier nicht. Und dann bin ich ja einmal in diesem Viertel gewesen und dann wurde mir oben ein Fragezeichen angezeigt. Jetzt erzähl mir nicht, dass das mit der Uhrzeit zu tun hat. Da, jetzt ist da ein Fragezeichen. Irgendwo hier. Da unten. Oh. Stella, komm, wir reden jetzt miteinander. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Aber wir machen das. Oh, perfektes Timing. Gerade wollte ich dem Quartier einen Besuch abstatten, um nach ihnen zu suchen. Ich habe eine streng geheime Mission für sie. Anweisung vom Generaldirektor Host persönlich. Nacht und Nebel, sie wissen schon. Hätten Sie einen Augenblick Zeit? Fantastisch. Also, uns liegt ein Bericht von einem Kurator aus dem Noctilum vor. Demzufolge haben sich mehrere Gänge und Truppen am Eingang der Schlucht des Toten Mannes versammelt. Ihrer Ausrüstung nach zu urteilen, könnte es sich um Forscher bei einer Feldbegehung oder etwas ähnliches handeln. Das bedeutet, dass sich dort etwas Wichtiges befinden muss. Vielleicht hat es etwas mit dem großen Skell zu tun, den ihr Team dort bergen konnte. Soweit jedenfalls. Generaldirektor Chaussons Theorie. Er möchte, dass sie sich vor Ort umsehen und herausfinden, hinter was genau die Gänge und her sind. Gott, jetzt kriege ich ja hier voll die wichtige Aufgabe. Ausgezeichnet. Ich verstehe, warum der Generaldirektor Sie für diese Aufgabe ausgewählt hat. Dann versorge ich Sie jetzt mit allen notwendigen Details. Generaldirektor Chausson bittet dich ins Noctilum zu reisen und herauszufinden, was die Ganglion in der Schlucht des Toten Mannes vorhaben. Top Secret, annehmen. Mit dem Gebiet sind Sie ja bereits vertraut. Verlaufen werden Sie sich also sicher nicht, aber seien Sie dennoch vorsichtig. Ich werde hier auf Ihren Bericht warten. Untersuche die Aktivitäten der Ganglion in der Schlucht des Toten Mannes. Oh mein Gott, ich bin gar nicht in einem Scale. Oh, shit.
Ja, sehr schön. Dann gehen wir einmal ins Noctilum. Schlucht des Toten Mannes. Schlucht des Toten Mannes. Oh, ist die weit im Norden. Die verlangen ja was. Nimm mal Knotenpunkt 210. I can't hear you and see you. So, da ist mein Skell. Den nehmen wir mit. Fliegen. Irgendwo hier rüber. Dann hier durch. Kamera ein bisschen rauszoomen. Oh, wir sind schon da. Ich glaube, wie hatten wir damals gegen die Vulporen gekämpft oder so. Weil dann dieser riesen grüne Drache kam. Was ist das denn? Unbekannter Xeno A. Nach dir krrk. Oh, aber nicht doch. Nach dir krrk. Augenblick. Krrk. Ein jeder von uns, der jetzt allein losgeht, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gefressen werden. Ich sage, wir gehen alle gleichzeitig krrk. Guter Plan. Krrk. So können wir alle gleichzeitig aufgefressen werden. Ich verstehe deine Bedenken, aber wir können nicht mit leeren Händen zurückkehren. Die Gengion reißen uns die Köpfe ab. Krrk. Also tot sind wir so oder so. Aha, ich hab's. Wir bleiben einfach hier. Wir kauen uns zusammen und bewegen uns nie wieder vom Fleck. Aha, eine kreative Lösung. Hohoho. Zudem ein Vorschlag, den nur eine anpassungsfähige Spezies wie die unsere in die Tat umsetzen könnte. Wir müssen einfach nur den längeren Atem haben. Ob es jetzt ein Jahrhundert dauert oder zwei oder drei... Mensch, da ein Mensch. Als vier Mensch. Nee, drei Mensch. Einer ist ein Xeno. Jetzt ist alles vorbei. Versichere, dass du in friedlicher Absicht gekommen bist. Hey, alles cool, Bro. Der Mensch scheint freundlich zu sein. Wenn wir dem Menschen gehorchen, vielleicht rettet er uns dann aus dieser misslichen Lage. Du willst einen Sklaventreiber gegen den anderen eintauschen? Woraus schließt du, dass der da vertrauenswürdiger ist? Was sollen wir bloß mal... Stillgestanden, was treibt ihr Faulpätze da? Was ist das? Ihr seid Ganglion-Soldaten, zieht eure Waffen und kämpft! Nein, sind wir nicht. Aber wir sind nicht Kombatanten. Weglaufen ist unser Ding. Pfah, und genau deshalb seid ihr der Abschaum allen Abschaums. Bam, bam, bam. Kanoni. So, wo bin ich? Oh, ich bin noch in meinem Skell. Dann ist das Ding ja schnell geregelt. Hup. Tot. Manuk-Kommandant war das. Menschen sind wirklich so stark, wie die Geschichten über sie es vermuten lassen. Wie kannst du nur so ruhig bleiben? Da ohnehin keine Chance besteht, dass wir die Sache überleben, habe ich die Panikphase übersprungen und bin direkt zur inneren Akzeptanz übergegangen. Gütiger Gulbogger, steh uns bei. Seid ihr wirklich alle so einfach bereit, unseren Auftrag aufzugeben? Nicht diese lächerliche Ganglion-Mission, sondern unsere wahre Berufung, den Grund, aus dem wir leben. Natürlich möchte ich unsere Pflicht erfüllen, aber... Dann sollten wir alles auf die eine Karte setzen, die unsere Überlebenschancen erhöht und sei es auch nur minimal, oder? Ein schlagkräftiges Argument. Ich würde diesem Chaos gerne lebend entrinnen. Lauf, 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 lauf. Und stolpern. Dann beeilen wir uns. Ja, aber... Und die nächsten. Die Vulporen. Oder wie die hießen. Ist der jetzt tot eigentlich? Mensch, hilf uns bitte! Ja, machen wir, machen wir. Sind wir bestimmt nur Level 3. Oder Level 26. Ach, Korruptor einzeln. Abscheulicher Korruptor. Aber vielleicht gibt es da ja verschiedene Rassen und es gibt doch einen Vulpor. Ich weiß nicht. So, dann haben wir jetzt einfach alle Plättchen. So, den haben wir auch. Einer bleibt übrig. Abscheulicher Korruptor ist abscheulich gestorben. So, weiter im Geschehen. Mit den Aliens reden. Unbekannter Xeno A. Toller Name. Ich wollte gerade aussteigen, aber mir war nicht bewusst, dass ich fliege. So. Komm, das klären wir jetzt. Baut mir eine neue Waffenklasse in meine Stadt.
Danke, Mensch! Du bist deutlich stärker als die hohen Tiere der Ganglion, die sich selbst für gewaltige Krieger halten. Ob der Mensch uns Asyl bieten würde? Das ist definitiv eine Möglichkeit, die genau erörtert werden sollte. Wir haben eine Anfrage, Mensch. Würdest du sie anhören? Wir Zaru Borgana wurden fürs Kämpfen nicht geschaffen. Als Resultat behandeln uns die Ganglion wie den hinterletzten Abschaum. Unsere Anzüge erlauben es uns jedoch, unter noch so widrigen Bedingungen zu überleben, verstehst du? Seit unserer Ankunft auf diesem Planeten hat man uns dazu gezwungen, eine feindliche Gegend nach der anderen zu erkunden. Höhlen voller niederträchtiger Kreaturen, steile Küstenhänge, wo der kleinste Fehltritt den sicheren Tod bedeutete. Viele von uns ließen ihr Leben. Wir haben es satt. Wir möchten den Ganglion nicht mehr dienen. Bestünde eventuell die Möglichkeit, dass ihr Menschen uns in eure Stadt Asyl gewährt? Oder es wird Alex gefallen. Verspricht den Zaru-Boganern, dass sie in NRA willkommen sein werden. Oh, gepriesen sei der Name Golbogas. Wir sind ein Grüppchen von einem guten Dutzend Zaru-Boganern. Wenn die Menschen es gestatten, würden wir postwendend in eure Stadt übersiedeln. Hab vielen Dank, freundlicher Mensch. Ah, sprich beim Blade-Turm im Verwaltungsbezirk mit Stella. Verwaltungsbezirk. Und Blade-Turm. Komm, Stella. Jetzt reden wir mal darüber. Ja, komm, los. Na? Wird's dann gehen? Jetzt. Stella, ich hab da mal ein paar Aliens mitgebracht, wenn du hier aufploppst. Da. Willkommen zurück. Mir scheint, sie haben die Erwartungen von Generaldirektor Chausson bei weitem übertroffen. Der Mann strahlte förmlich. Er spricht ihnen ein hohes Lob dafür aus, die Zaru-Bogana aus dem Joch der Ganglion-Gefangenschaft befreit zu haben. Ich es vergesse, hier ist ihre Bezahlung. $3. Du hast eine neue xenoforme Spezies entdeckt und vor den Ganglion gerettet. Die Zaru-Bogana. Sie werden künftig ebenfalls in NLA leben. Die Zaru-Bogana befinden sich jetzt in Quarantäne. Sollten die Testergebnisse befriedigend ausfallen, werden sie bald gemeinsam mit uns in NLA leben. Sie schienen ihnen wirklich sehr dankbar zu sein. Sprechen Sie doch nochmal mit ihnen, sobald ihnen der Zugang zur Stadt endgültig gewährt wurde. Ah, ein Segment erforscht. So Leute, dann haben wir jetzt einiges geschafft. Wir haben fast die bösen Machenschaften von Alex komplett aufgedeckt. Jetzt müssen wir ihn noch finden und wegkrepeln, diesen kleinen Little Hitler. Und wir haben ja neue Alienrassen gefunden, die Zaru-Bogana, die nicht kämpfen können und irgendwelche komischen Anzüge tragen. Mal gucken, wie das hier weitergeht, storytechnisch. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Und sterben. Ah.